Nächste Woche ist es soweit, das Gengar-Set kommt raus und wir sehen hier Morty mit seinen Gengar. Ja, wir haben hier sozusagen diese, ja, wie man sie sagen will, Trainer-Pokémon-Karten, die als Trainerkarten gelten, die jetzt bekannt sind, Purpur drin sind. Und wie gut ist das Set? Um einen kurzen Recap zu machen, Paradox Rift hatte ja eigentlich eine ziemlich gute Karte mit Donnersichel, die mit 50 Euro Kamersin Purpur eine teure Karte ist. Schweizer Schild war es nicht teuer. Kamersin Purpur ist es teuer, ja. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das Set hat so einige schöne Karten drinnen, was wir kriegen werden. Und deswegen schauen wir jetzt mal so ein bisschen hinein. Hier haben wir das gute Set Gewalten der Zeit. Temporal Forces, ja. Wenn wir so ein bisschen schauen, da sind wir, ja, Preis drin derzeit sind wir so auf 110, 113, aber ja, man bekommt die Boxen so für 105 Euro angeboten, was ehrlich gesagt ein ziemlich guter Preis ist. Also für 105 Euro eine Boosterbox ist für mich ein plausibler Preis. Ja, ja, geht es vielleicht noch runter. Ich habe ja gesehen, Paradox Rift war ja ganz kurz auf 90 Euro eine Box abverkauf auf GameIsland.de. Wird das mit diesem Set auch passieren? Das ist halt die Frage. Ja, ich glaube, das Set ist gut. Wir gehen die Karten gleich kurz durch. Ich glaube aber trotzdem, dass die Leute derzeit ein bisschen das Set übersehen werden. Möglicherweise wegen One Piece. Und ja, ihr wisst, was der Hype war und so weiter. Aber genug geschwafelt, schauen wir jetzt mal hier so hinein. Also, kurz noch vor, wir schauen die japanischen auch kurz rein. Sind wir 50 Euro bei Wild Force und bei Cyber Charge. Also geht es runter, wie generell beim japanischen Markt. Es kann sich nicht halten. Und ja, aber schauen wir uns mal so ein bisschen die Karten durch, was für schöne Dinge es hier gibt. Shelcarian haben wir hier mit einem Meryl drauf. Die Karte schaut richtig lustig aus. Dementsprechend geht sie auch ein bisschen nach oben, sieht man hier. Also ja, die Karte ist cool. Definitiv eine schöne Karte. Wir haben Snom Nom. Der geht runter, auch spannend, das Design der Karte ist, ja, so CGI-Effekt. Ich glaube auch der Creator ist eine Firma eigentlich, also kein Künstler, wie ich es mitbekommen habe. Wir haben Bronzer drinnen, wir haben Zytomega, wir haben Flutterhaar, eine extrem coole Karte. Wir haben Relicant drinnen, der ja mit Mushas drauf. Ja, generell die Frage ist dann natürlich, ob diese Illustration bei Karten dann zu inflationär werden. Sprich zum Beispiel Arbok, was eine der absoluten mega coolen Karten ist. Ja, also Arbok hier schaut krass aus. Und ja, man bekommt sie für 2 Euro. Definitiv schätze ich mal, dass die Karte hier bei uns eine 10 Euro Karte aufwärts sein wird. Vor allem, weil es Generation 1 ist und ich würde sagen, es gibt genug Leute, die versuchen die 151 voll zu machen, die nicht bei Pokémon 151 dabei waren. Ja, also die Karte ist, finde ich, extrem schön. Ja, würde mich nicht wundern, wenn auch diese Illustration-Karten, selbst wenn sie inflationär wären, würde es mich nicht wundern, wenn die Generation 1, Generation 2 und andere populäre Gens oder Pokémon interessant wären. Ja, also ihr wisst meine Meinung, ich habe einen Binder, ich hole mir die Illustration über Karten, die ich gut finde, die finde ich gut, werde ich mir definitiv zulegen, noch im Ordner. Ja, ich glaube aber, um ehrlich zu sein, man hat jetzt keine Eile, ja, aber trotzdem, die Karte sollte am Radar sein, um ja eine schöne Sammlung zu haben von Kamersin und Purpur. Dann geht es weiter mit Nebulak, natürlich, ist ein Highlight. Die ist auch für 7 Euro relativ teuer. Wir haben Gengar drauf, einmal Polo drauf. Also die Karte hier ist richtig gelungen. Ich schätze, die Karte hier wird eine der teureren sein. 15 Euro, 20 Euro könnte ich mir schon gut vorstellen bei der Karte. Also ihr kennt mich, ich bin ein Gengar-Sammler. Die Karte werde ich natürlich auch holen müssen. Ja. Also da sind schon einige schöne Karten drinnen. Wir haben Plaudergeil. Wir haben Picochilla, wir haben Schillerbell, die sind jetzt nicht so meins. Wir haben Shellterra EX, Full Art, wir haben Keilflamme. Da ist auch die Meinung sehr gespalten zwischen den legendären Katzen, Windwoge und Furienblitz. Ja. Um es vorwegzunehmen, Furienblitz ist dann auch in der Kritik gewesen,
bezüglich der Artwork. Aber um ehrlich zu sein, sie haben die Special Illustration Karte richtig gut gemacht, die wir uns gleich anschauen werden. Also das sind, finde ich, ziemlich schöne Full Art Karten. Auch ein bisschen sollte man hier hervorheben den Hintergrund bei den antiken Pokémon. Dann haben wir das Gengar. Ein bisschen schade ist es, dass wir hier keine richtige und Anführungszeichen Special Illustration Karte bekommen haben. Die Karte geht auch runter. Ich meine, es ist eine Full Art Karte und wir müssen ehrlich sein, wir haben diese Mortig-Trainer-Karte, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass keine Special Illustration-Karte kommen wird von Kamisen und mit Gengar. Dazu ist der einfach viel zu populär. Meiner Meinung nach, von dem, was ich mitbekommen habe, ist der einer der beliebtesten, wenn nicht sogar beliebter als Glurak. Klingt saublöd, aber ich habe hier Statistiken auf YouTube, wo ich sagen würde, dass Gengar beliebter als Glurak ist. Ja. Bezüglich ja, Videostatistiken habe ich da, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Dann haben wir Schlick-3X. Ja, gut, ich glaube, damals genug von Shining, ihr wisst schon, bei den Fates, glaube ich, genug Shiny-Pokémon gesehen. Ich glaube, auf die Karte ist dann niemand so richtig heiß. Wir haben Ryoba-Trainerkarte. Full Art 7 Euro bei uns wird es auch eine günstige Karte. Marty Conviction haben wir hier auch eine günstige Karte. Und ja, Keilflamme, Windwoge und Furienblitz, definitiv cool. Die hat sich sehr lange auf 70 gehalten. Ne? Und jetzt sind wir hier ja, generell noch 50 Euro auf Japanisch hier. Ein bisschen ein Einbruch. Die Karte hier wurde kritisiert, aber wie vorher schon angedeutet, die Karte hat gutes Feedback. Leute feiern die Karte. Ich habe ja gleich gesagt, dass sie schön ist. Genauso wie Windvogel sind wir hier, wenn ihr schaut, auf 42 auf Japanisch und Keilflamme. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, Kamisen Purpur, wenn 50 Euro eine Top-Karte ist, schätze ich das so 35 bis 40 Euro, ist realistisch. Oder was denkt ihr? Denkt ihr, es wird 20 Euro? Bin gespannt. Also ich feiere die Karten, am meisten feiere ich Furienblitz und dann die Windvogel. Ja. Und zu guter Letzt haben wir nachher noch die Ryoba hier, beziehungsweise hier der Mortic Conviction Special Illustration Wear, wo wir auch sehen, dass es runtergeht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Karte wird extrem günstig bei uns. 10 Euro Karte, mehr sehe ich hier nicht, auch wenn ein Gengar drauf ist. Ich glaube, auch auf Japanisch wird die Karte runtergehen. Ganz einfach, man hätte hier eigentlich ein Pokémon machen sollen. Also hätte man das Pokémon groß gemacht, den Trainer kleiner und sozusagen ja Gengar hingeschrieben, wie Mortis Gengar, dann wäre die Karte um einiges beliebter und ja begehrter, als wenn hier einfach nur Morty Trainer ist. Ja, ich glaube, das ist ziemlich nachzuvollziehen. So, da geht es um dann noch die Goldkarten, noch hier, wie gesagt, sind schöne Sachen. Gibt genug Leute, die das haben wollen, gehe ich mal davon aus und ja. Dann gehen wir zu dem nächsten, den Cybercharge Block, der auch drin sein wird. Schauen wir mal so die Karten ein bisschen durch und welche interessant sind. Wir haben Meltan, wir haben Staropor, der ist ja nicht so krass, finde ich. Akrob auch nicht. Schlurp definitiv eine sehr coole Karte. Da sind wir uns sicherlich einig. Ja, sehr cool, sehr gelungen. Auch sehr günstig für 2 Euro. Wie gesagt, es sind immer einige Leute dabei, die es vielleicht auch nicht volljährig sind. Ja, es sind immer sehr wenige. Ja, die meisten Leute sind über 25 auf dem Kanal. Wie gesagt, wenn ihr günstig schöne Pokémon-Karten haben wollt, holt euch die Illustration-Karten von den japanischen Sets. Sind so extrem günstig. Und ich glaube, die Karte wird auch 10 Euro kosten bei uns. Bin mir ziemlich sicher. Dann haben wir Wommel. Auch die Karte ist richtig krass geworden. Diese Art der Artwork hatten wir, finde ich, noch nicht. Ja, also da ist eine schöne Sache. Wir haben Tangolist. Auch der schaut richtig gut aus. Erinnert so ein bisschen an Vista Universe. Eisentor sind immer auf 2 Euro. Also das Despo da. Das Moderne. Wir haben Senlong. Und ja, der erinnert so ein bisschen an Dragon Ball. Vielleicht ist es auch gewollt, dass es ein bisschen daran erinnert. Wir haben Kronjuwild. Wir haben dann Trainerkarten, ja, Metagross definitiv auch eine der Karten, die man am Radar haben sollte. Metagross ist nicht irgendein Pokémon, ja, so wie das Arbok, wie das Schlurp, ist das eine der Karten, die
Potenzial hat, meiner Meinung nach. Wenn man es günstig kriegen kann, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an 151, wo Commander zum Beispiel, ja, was extrem gestiegen ist. Das ist eine Karte für 2 Euro, wenn man es kriegt, oder 3 Euro. Da kann man halt nichts falsch machen, außer dass man eine schöne Mappe hat, weil ich meine, für 3 Euro Pokémon-Karten kaufen von dem Kaliber, finde ich einfach brutal. Ja. Ist ein guter Deal. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die nicht mal viel begehrter werden. Abgesehen davon, dass sie schön ausschauen in einer Mappe. Weil das muss man ganz klar sagen, die Karte schaut in der Mappe richtig cool aus. Wir haben Flamia, auch die Karte schaut richtig cool aus. Dementsprechend, ja, die Karte ist schön. Ja, auch in einem Binder sollte man sich die reingeben. Wir haben Sesu Kids. Wir haben dann hier noch die Full Art Eisenfels Eisenhaupt TX. Wir haben Sherox auch hier. Gut, wir hatten eine Illustration bei Card schon in, ihr wisst schon, in dem Chlorix Set Obsidian Flames. Wir haben Fuego. Warum der drinnen ist, wieder mal, das weiß so ziemlich niemand. Ja, bisschen random. Erinnert mich so ein bisschen an Weg des Gems, wo Rauch drinnen war und eigentlich so ziemlich, ja, random ist. Niemand weiß so ziemlich, warum der drin ist. Eisenblatt. Ja, und da sieht man halt schon im zweiten Block des Sets sind dann weniger ansprechende Karten drinnen. Auch hier sehen wir noch kein einziger Verkauf anscheinend hier von Eisenblatt auf Gold für 17 Euro. Wir haben Eisenfels. Ja, ich meine, die schauen ziemlich cool aus, die wir hier haben. Die Frage ist dann natürlich, ja, wie populär sind die, ob Leute das nachher holen werden. Auch spannend ist die Karte Salvador. Sind wir auf 20 Euro bei der Trainerkarte. Wir haben Biancas Devotion, die dann noch in der Special Illustration Version die teuerste ist. Ja, hier haben wir sie für 20 Euro. Könnte auch ein guter Deal sein. Wir wissen, Weifu, weiblich japanisch. Ich glaube, das könnte wieder kommen. Ja, Eisenblatt hier für 30. Wir haben Eisenhaupt für 35, das günstigste. Durchschnittspreis etwas drüber, ja. Wie gesagt, die Karten schon richtig schön aus. Die Frage ist dann halt natürlich bezüglich Popularität. Ich denke, die legendären Katzen-Pokémon werden da teurer werden. Und hier auf Japanisch sehr teuer. Mit über 100 Euro. Standardgemäß auf Japanisch, das wissen wir. Die wird bei uns auch keine 20 oder 20 Euro wird es vielleicht kosten, aber auch nicht viel. Ja. Insgesamt gesehen finde ich das Set von den Karten her gelungener als Paradox Rift. Es ist ein starkes Set. Ich glaube, die Leute übersehen es. Ja, es könnte sowas wie Schaurige Herrschaft werden. Ja, Schaurige Herrschaft wissen wir auch, dass es sozusagen eigentlich dann das zweitbeste Set war. Oder Fusion Strike, wie man sagen will, ihr wisst, was ich meine. Sets, die einfach unter dem Radar sind, könnte ich mir hier auch vorstellen. Ja, also ich glaube, hier sollte man schauen. Ja, man hat jetzt keinen Stress beim Holen. Ja, für eine Sammlung, für Sammeln definitiv. Ich meine, für 105 Euro eine Box holen, das ist definitiv im Bereich von dem, was die Box, glaube ich, wert ist. Ja, vielleicht geht es noch weiter runter, würde ich auch nicht ausschließen. Ich gehe mal hier davon aus. Ich glaube, bei Release kriegt man es für 90 Euro so eine Box, vielleicht sogar für 95 Euro. Vielleicht nicht auf Cardmarket, aber auf anderen Seiten wie Game Island zum Beispiel. Und ja, lasst ein Like, Leute, lasst ein Abo da und schaut euch hier eines dieser Videos an. Wow, ja,